Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal und ich bin wieder back am Start, meine Freunde. Ich bin nach 3 Wochen endlich wieder zurückgekehrt aus dem Urlaub aus Amerika und ja, es war wirklich einfach wirklich der Hammer, Alter. Die ganzen Städte, LA und dann noch Hawaii und noch San Francisco. Also ich habe wirklich echt viel gesehen und muss ich schon sagen, das Geilste an dem ganzen Urlaub war wirklich San Francisco. Also die Stadt ist wirklich geil und wenn ihr ein Fahrrad fahren da wollt, ist es jetzt vielleicht nicht so gut, weil es immer berghoch, bergauf geht. Müsst ihr immer radeln, das ist ziemlich anstrengend, aber das erzähle ich euch in einem anderen Video, denn heute gibt es erstmal ein kurzes, ja, wie soll ich sagen, was ist denn das für ein Video? Ah, egal, ich fange einfach jetzt mal an. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon im Titel oder im Thumbnail gelesen, und zwar ist die Double Nuclear denn noch möglich, ja, mein Freund, es gibt natürlich, also ihr werdet wahrscheinlich jetzt denken, was? Double Nuclear, Alter, easy, Digga, Alter, das ist nothing special für mich. Ja, aber für mich halt jetzt nicht. Ich wollte nämlich vor Black Ops 3, also vor dem Release, unbedingt noch eine Double Nuclear schaffen. Und deshalb reiße ich mir jetzt hier auf jeden Fall den Arsch dann auf, um die zu schaffen. Natürlich, man braucht, die Map muss gut sein, die Gegner müssen schlecht sein. Dann, ich weiß nicht, ob ich Solo oder mit Simon oder zum Beispiel zocke. Also das muss alles wirklich passen. Und ja, ich versuche es vielleicht auch solo, ich weiß nicht, also werdet auf jeden Fall sehen, weil ich starte vielleicht, also so eine kleine Serie, Road to Double Nuclear, wo ich dann einfach Live-Commentary mache und natürlich lade ich die halt nur hoch, wenn ich schon die erste Nuclear habe und dann zum Beispiel die zweite Halbzeit erst schon beginnt, also dass es halt schon ein bisschen spannend wird, nicht einfach 15er Gunstreak so normal, das ist ja voll scheiße. Und ja, das werde ich auf jeden Fall dann hochladen, wenn ich es natürlich schaffe, weil das ist für mich schon was Schweres. Da muss man jetzt eigentlich schon am Anfang gleich, gut, man kann vielleicht ein, zweimal sterben, aber dann muss man wirklich gleich die erste Nuklear gleich machen, weil sonst wird es schon mit der Zeit eng. Und ja, Triple Nuclear werde ich wahrscheinlich jetzt nicht schaffen. So krass bin ich jetzt auch wieder nicht, aber naja, ich werde es auf jeden Fall versuchen, meine Freunde. Ich werde auf jeden Fall nicht enttäuschen, weil Black Ops 3 kommt ja raus und das werdet ihr natürlich auch auf unserem Kanal sehen. Und da werden wir natürlich hoffentlich, also ich werde, hoffentlich wird das Spiel gut. Ich gebe jetzt noch keine Meinung ab, weil ich weiß nicht jetzt, ich habe letztes Mal auch AW, yo, Digga, das Spiel wird geil. Nö, es ist einfach nur ein Scheißspiel geworden. Und diesmal halte ich mich da ein bisschen zurück und lasse es auf mich zukommen auf jeden Fall. Aber es schaut, sag ich mal, wenn man schon anguckt auf YouTube, relativ vielversprechend aus, meine Freunde. Und die sagen ja, das ist alles vom Movement von Black Ops 2 und Black Ops 1. Und Black Ops 2 ist natürlich das geilste Call of Duty bis jetzt für mich. Und ich hoffe einfach, das wird richtig geil. Dann werden wir natürlich auch Livestream bringen. Black Ops 3, ja, wir haben leider uns die Beta nicht geholt. Weil 100 Euro ausgeben will ich jetzt auch nicht. Und ich muss ziemlich viel heute, wegsparen, beziehungsweise zurückzahlen. Nämlich mein Auto muss ich zurückzahlen. Und Leute, in 9 Tagen werde ich ja 18 Euro wieder. Beziehungsweise in 8 Tagen, ich weiß jetzt nicht, wann ihr das Video seht, aber in 8 Tagen, am 27. August, werde ich 18, Leute. Oh mein Gott, dann darf ich endlich Auto fahren. Ich freue mich so sehr. Das Beste am 18 sein ist einfach das Autofahren und dass man länger wegbleiben darf. Kippen interessiere ich mich nicht, mache ich sowieso nicht. Rauchen habe ich früher mal probiert, aber mache ich jetzt nicht mehr. Und ja, Alkohol, natürlich, kann ich auch kaufen. Aber ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, meine Freunde. Hauptsache einfach Auto fahren. Ich will endlich nie wieder mit dem Scheißbus fahren, Leute. Oder wenn ich den irgendwann mal wieder verpasse, ich hasse den einfach. Ja, auf jeden Fall in 8 Tagen 18. Ich freue mich schon so sehr. Und dann wird da vielleicht jetzt nicht so viele Videos kommen, weil da wird richtig erstmal gefeiert. Und dann, ja, lasst es einfach auf euch zukommen. Vielleicht kommt sogar so ein Videos. So, das war's auf jeden Fall mit dem kurzen Video. Also ich wollte, es war jetzt so eher so Freestyle-Commentary, sage ich mal. So ein bisschen vom Urlaub geredet, dann jetzt, ich werde 18 und ob die Double Nuclear noch zu schaffen ist in Black Ops 2. Natürlich kommt noch ein Real-Life-Video von den ganzen Trip, okay. Aber nicht so Facecam, also nicht selber gefilmt, sondern eher so, es wird nur mit einer Mucke hinterlegt. Vielleicht rede ich dann nachher noch, vielleicht kommentiere ich dann noch was am Ende. Also nur so Clips, so Videos, was mit Mucke hinterlegt wird. Und ja, die Double Nuclear werde ich auf jeden Fall die Serie starten, wie schon gesagt. Und ich werde mich auf jeden Fall den Arsch aufreißen, damit ihr die vielleicht auch sehen könnt. Und ich mich dann wieder richtig freue, weil das ist das Einzige, was ich noch vor Black Ops 3 schaffen will. Und ich hoffe, es klappt auch. Ja, Leute, das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Oder
Vielleicht sogar ein Abo, weil ich bin jetzt wieder back am Start, wie schon gesagt. Und ich werde jetzt wieder Videos bringen. Und ja, dann könnt ihr euch auf das schon mal freuen. Ja, Leute, ich bin raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.